Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute aus Südafrika vom Strand, ganz in der Nähe von Kapstadt, Scarborough. In diesem Video möchte ich mit dir ein bisschen darüber reden, warum Südafrika für digitale Nomaden interessant ist und was hier so die Lebenshaltungskosten sind in diesem Land, was ja für viele Menschen total interessant ist. Gerade wenn man ortsunabhängig leben möchte, was so ein Leben an gewissen Orten halt kostet. Und ich habe es mir hier ein bisschen gemütlich gemacht, habe die Idee gehabt, einfach darüber jetzt ein Video zu machen, deswegen quatschen wir beide da mal ein bisschen drüber. Ja, wie du sehen kannst, bin ich gerade an einem wunderschönen Strand, ganz in der Nähe von Kapstadt, ein bisschen außerhalb von Kapstadt, vielleicht so 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und ich hoffe, du kannst mich gut verstehen, dass die Wellen im Hintergrund nicht zu laut sind. Heute ist ein relativ starker Wellengang, ist ein bisschen windig, aber ja, das ist so der erste Punkt, den du hier lifestyle-mäßig in Südafrika erleben kannst. Du hast wunderschöne Strände, weiße Sandstrände, du kannst teilweise Kilometer lang, du kannst hier einfach herlaufen und das Leben genießen. Einziges Problem ist, es ist der Atlantik hier unten in Kapstadt, das ist relativ kalt, das Wasser. Also man kann hier auch surfen gehen, also wenn du Bock hast zu surfen, auch kein Problem. Oder Shark Diving, das kann man auch machen, also mit einem weißen Hai schwimmen gehen. Whale Watching, kannst dir die Wale anschauen. Also es gibt sehr, sehr viele Sachen hier zu tun in Südafrika und in Kapstadt. Es gibt Pinguine, die kannst du dir anschauen. Die leben hier einfach frei rum, so cool. Ja, es ist einfach so ein Land, weiß ich nicht, es ist von der Natur her enorm. Es ist einfach wunderschön, sagen wir es mal so. Ja, es ist einfach so geil, hier einfach am Strand zu liegen und zu entspannen. Und wenn du dir dann anschaust, was das Ganze kostet, wenn du das mit Deutschland vergleichst oder mit anderen europäischen Ländern, dann kann man echt so schon teilweise lachen und sich freuen. Denn ich bin jetzt gerade ein bisschen außerhalb von Kapstadt untergekommen, in Komotie, so heißt das. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist irgend so ein Afrikaans Wort oder so, dieses Dorf hört sich ein bisschen komisch an. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich habe dort eine Unterkunft, 2 Gehminuten vom Strand entfernt, also auch so ein weißer Strand wie hier, und ich zahle knapp 15 Euro die Nacht, ja. Habe mein eigenes privates Zimmer, habe zwar ein Shared Bathroom und eine Shared Kitchen, aber das stört mich nicht, weil da, wo ich bin, ist es sehr, sehr ruhig. Da habe ich nur eine Mitbewohnerin noch, die dort lebt. Das ist eine Afrikanerin und die ist fast nie da, weil die sehr viel arbeiten ist, und von daher macht es mir nichts aus. Ja? Aber selbst für 15 bis 20 Euro die Nacht kriegst du schon ein kleines Apartment außerhalb von Kapstadt für dich alleine. Das ist in der Regel kein Problem. Dann, wenn du aber in Kapstadt ins Zentrum reingehen willst und dort etwas haben möchtest, dann wird es ein bisschen teurer. Da musst du schon mit 20 Euro die Nacht Minimum rechnen. 25 Euro, wenn du was alleine haben möchtest meistens. Außer du bist halt relativ früh dran und buchst schon relativ früh etwas. Was jetzt auch sehr, sehr geil ist, wo ich mich auch schon total drauf freue. Morgen kommt der Christoph, mit dem ich halt quasi von Kapstadt hoch bis in den Krüger Nationalpark reisen werde. Und wir beide haben uns, oder ich musste was suchen, wo wir dann übernachten können. Und ich habe was sehr, sehr Geiles gefunden in einem der besten Stadtteilen von Kapstadt. Also wir sind relativ in der Nähe von im Zentrum, in Constantia, so heißt der Stadtteil. Das ist da, wo der Botanical Garden auch ist, Kirstenbosch. Und da sind halt wirklich nur Luxusvillen. Das ist richtig, richtig krasse Gegend, so mit Camps Bay, Constantia, Hood Bay. Das sind so die Sachen, die sehr, sehr, wo ja, die High Society in Kapstadt lebt, könnte man so sagen. Und wir haben unser eigenes Haus, es ist wirklich kein Scherz, wir haben unser eigenes Haus mit Pool, mit einem Wohnzimmer, mit einer Küche, mit 2 Schlafzimmern, also eins für mich, eins für Christoph, mit 2 Badezimmern. Eine Badewanne, eine Dusche, und wir zahlen gerade mal pro Nacht, weil wir jetzt so irgendwie Spezialangebot hatten, total verrückt, 35 Euro oder so. Also es ist irgendwie 17,50 Euro pro Nacht pro Person, ja. Wir haben ein ganzes Haus für uns alleine, mit Pool, mit allem drum und dran. Der Hammer. Also wie du siehst, die Lebenshaltungskosten sind relativ gering hier, was auch die Unterkünfte angeht. Wenn man ein bisschen außerhalb, also bereit ist, außerhalb von Kapstadt zu sein, wenn man dann hingeht und sich ein Mietauto holt, was ich nur empfehlen kann, weil Kapstadt ist ein bisschen schwierig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, dann zahlst du so, also wenn du den Hidden Travel Ninja schon mal gekauft hast und du kennst die Wege, dann ich zahle so zwischen 9 bis 10 Euro pro Tag für das günstigste Auto bei Avis,
Und wenn du jetzt aber nicht das machst, dann zahlst du halt, weiß ich nicht, 12, 13 Euro pro Tag für dein Mietauto. Was ich finde ich auch total okay ist, was überhaupt nicht viel ist. Ja? Und Sprit ist eine wahre Freude, ja, wenn du aus Deutschland, Österreich, Schweiz kommst, zahlst hier nur 80 Cent pro Liter, also Eurocent, für 1 Liter Benzin und für Diesel sogar noch weniger. Also es ist so genial, du kannst hier echt durch die Gegend cruisen und das Leben genießen, du kannst zu den verschiedensten Stränden fahren, wenn du Bock hast auf Surfen, von Strand zu Strand und du musst dir wirklich keine Gedanken machen, dass der Sprit zu teuer ist oder das Mietauto. Ja? Also Unterkünfte sind super billig, Mietauto ist günstig, die Spritkosten sind super billig. Und jetzt das Geilste, was ich hier auch so gerne mache, ist essen gehen. Ich bin ja fast jeden Tag immer irgendwo was essen, weil ich selten für mich selber koche. Und dann will man natürlich nicht so extrem viel Geld ausgeben. Aber hier in Südafrika kannst du wirklich in gehobene Restaurants gehen, wirklich in richtig geile Restaurants. Ich habe das bis jetzt nur in Sofia gehabt, Bulgarien, dass ich so gut essen gehen konnte und so billig. Und hier gehst du in ein sehr, sehr gehobenes Restaurant und zahlst zwischen 10 bis 15 Euro für ein Hauptgericht. Dann bist du in einem wirklich sehr, sehr guten Restaurant. Wenn du in normale Dinge gehst, zahlst du vielleicht deine 5 Euro pro Gericht. Ich war jetzt letztens mit jemandem zusammen essen. Wir haben zusammen mit Getränke 14 Euro, wurde mir abgebucht zu zweit. Und wir waren in einem mittleren Restaurant. Also es ist einfach genial, ja? Mit Ausblick auf Strand, den Strand und ja, es ist wirklich billig hier, kann man echt nicht sagen. Nicht anders sagen. Auch die Früchte, jetzt im Dezember fängt die Mango-Saison an, kriegst du super billig deine Mangos, Papaya, also für alle Leute, die sich jetzt vegan ernähren wollen, also ist auch hier in Südafrika möglich. Du kriegst natürlich frischen Fisch, wenn du hier wirklich aus dem Meer direkt pfannfrisch, gibt es das. Für die Menschen, die Fleisch essen, gibt es auch ja, gute Fleischgerichte. Also Südafrika hat eine sehr, sehr gute Küche und bis auch kommt es relativ günstig weg. Ja? Das ist halt ziemlich cool. Also ja, auch sonst alle anderen Aktivitäten sind relativ günstig hier. Also du musst nicht zu viel Geld einplanen, sagen wir es mal so, wenn du hier hinkommst. Und wenn du jetzt digitaler Nomad bist, ortsunabhängiger Unternehmer oder so und du willst hier längerfristig leben, dann musst du so sehr wahrscheinlich pro Person, würde ich sagen, wenn du gut leben willst, ja, kalkulier mal so deine 1500 Euro ein im Monat. Aber dann hast du hier ein richtig geiles Leben. Ja? Dann hast du wirklich ein richtig, richtig geiles Leben. Und es ist einfach so wunderschön die Natur hier. Alles, was du erleben kannst. Du kannst hier wandern gehen, du kannst an den Strand gehen, du kannst surfen, du kannst dir Pinguine anschauen, du kannst Safaris machen, ja, Wildlife. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so unglaublich geil. Ich liebe dieses Land und ich war ja vor 2 Jahren das erste Mal hier. Damit hat ja alles für mich gestartet, meine ganze Reise quasi in Südafrika für 3 Monate. Und danach habe ich die Entscheidung getroffen, quasi, okay, ich will so eine Weltreise machen, ich will ortsunabhängig arbeiten. Und jetzt bin ich halt wieder hier hingekommen, weil ich es halt so unglaublich liebe und ich werde hier öfters wieder hinkommen, weil es einfach geil ist. Es ist einfach schön, ja. Es ist relativ günstig noch. Keine Ahnung, das kann sich natürlich verändern jetzt in Zukunft. Aber du hast halt wirklich einen richtig hohen Lebensstandard für wenig Geld. Und das ist halt das, was ich liebe, ja, was diese Geo-Arbitrage ausmacht. Es gibt ein paar andere Länder, die halt da auch noch so sind, wie Malaysia, Thailand. Südostasien ist natürlich günstiger, keine Frage, aber du zahlst hier vielleicht 200, 300 Euro mehr im Monat und hast halt echt ein Leben mit einem geilen Klima. Ja, es ist nicht zu heiß, also im Sommer ist es natürlich schon warm, aber es ist nicht so schwül warm, weißt du, dass man halt so eine hohe Luftfeuchtigkeit hat. Es ist einfach angenehm hier zu sein, ja, und wenn du, dann kannst du in den kalten Ozean hier reinspringen, kühlt sich mal ab, ja, oder machst Surf-Lessons, also lernst zu surfen, kühlst du dich auch ab, also es ist einfach genial, es gibt so viel zu tun, ich liebe dieses Land und ja, ich denke, es ist ein bisschen rübergekommen in diesem Video, also wenn du hier hinkommen solltest, freu dich darauf, relativ günstige Lebenshaltungskosten, dafür aber einen riesen, also sehr, sehr hohen Lebensstandard, sehr, sehr interessantes Land für alle digitalen Nomaden, weil man auch mit dem deutschen Reisepass hier direkt für 90 Tage ein Visum bekommt, on arrival, und dann kannst du hier 3 Monate bleiben, kannst das Leben genießen, könntest wieder ausreisen nach Namibia und wieder einreisen, wenn du willst, kriegst du wieder neue 90 Tage. Sehr, sehr easy hier und sehr cool und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute vom Strand von Scarborough und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Ciao, ciao!